Hey Leute, Schule. Man ist arbeitslos und dennoch sind die Eltern stolz auf einen. Schule ist ein Ort, der im Schnitt von uns über 10 Jahre lang aufgesucht wird. Ein Ort, an dem wir viel Neues lernen, an dem Gelerntes wiederholt wird und an dem wir über das, was wir letztendlich gelernt haben, Tests schreiben, deren Ergebnisse einen massiven Teil unseres Lebens mitbestimmen können. Und da in letzter Zeit wirklich alles digitalisiert wird, kommt es auch hier zum Streitfall, sollte man in der Schule digital arbeiten oder sollte man bei der traditionellen Art und Weise bleiben? Es bilden sich also hier zwei Parteien, die mit der Zeit mitgegangenen und die Feinstaubfresser. Und da Geister schlecht mit der Zeit mitgehen können und die Feinstaubbelastung quasi da rein und da wieder rausgeht, weil unsichtbar oder so, würde ich sagen, ist Willi der perfekte Diskussionspartner für mich. Jemanden, der Tag ein, Tag aus mit seinem iPad in der Schule arbeitet. Also Willi, nur her mit den Argumenten. Eine alte Weisheit sagt, richtig aufgeschrieben ist schon halb gelernt. Also sollen die Schüler auch weiterhin alle Heftanträge vernünftig mitschreiben. Mit einem Stift. Man braucht die eigene Schrift und nicht Arial, Times New Roman oder sonstige Schriftarten vom Computer. Wenn das so ist, warum ist dann bitte das Unterrichtsmaterial, das mir die Lehrer auf den Tisch klatschen? Allein für die letzten 3 Monate mussten wahrscheinlich 50% der Bäume im Stadtpark sterben und so viele hat der nicht mal. Und ob du es glaubst oder nicht, Willi, das auf den Blättern ist nicht meine Handschrift. Schön wär's. Und wie genau läuft der Unterricht dann ab? Richtig, der Lehrer teilt seine ganzen Arbeitsblätter an die Klasse bzw. den Kurs aus, behält ein Exemplar und liest dieses dann ganz langsam vor. Aber immerhin, es werden die unnötigsten, langweiligsten Anekdoten aus dem persönlichen Leben des Lehrkörpers mit eingebunden. Gut vorgelesen ist schon halb eingeschlafene, würde hier also wohl besser passen. Liebe Lehrer, bitte stellt doch einfach jedem Schüler eine Schreibmaschine zur Verfügung und diktiert einfach den Text von eurem Arbeitsblatt. Die Tastenanschläge verhindern immerhin das Einschlafen. Abgesehen davon, wenn ich mal einmal meine Heftanträge herzeige, das ist meine eigene Sauklaue und nicht irgendeine Sauklauen-Font an meinem Computer. Wie würde die denn dann bitte heißen? Times New Rotzman oder was? Nein, ich krieg das Ganze alleine hin. Und warum? I have a pen. Aber von dem iPad lernt man viel schlechter. Man braucht das Papier in der Hand und nicht das Display. Da kriegt man bloß viereckige Augen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ersteres zumindest. Das geht kurz und knackig. Die Lösung verdanken wir nämlich Gutenberg. Also nicht dem Kopierer, sondern dem, der am Drucker schuld ist. Was ich damit sagen möchte ist, dass ich jederzeit von überall aus meine Heftanträge ausdrucken kann. Sie sind nämlich in der Cloud gespeichert. Ach und außerdem, viele Schüler schreiben manchmal ihre Heftanträge nicht mit oder müssen diese nachholen und lassen sie sich dann per WhatsApp schicken. Und von wo aus lernen sie die Heftanträge dann? Faulheit lässt grüßen, vom Smartphone aus. Da hat man so viel Zoom-Arbeit, dass man nach dem Lernvorgang ein Muskelprotz im Hinblick auf die Finger ist. An meinem iPad sehe ich die Heftanträge immerhin fast in DIN A5 Größe. Zoomen muss ich also recht wenig. Was ist hier wohl besser? Es hat die letzten Jahrzehnte so gut traditionell geklappt. Warum sollte man was erneuern? Die Tradition funktioniert. Ich sag's ja, Geister gehen einfach nicht mit der Zeit mit. Muck dich nicht gegen Willi auf. Er ist doch so stark. Und wer ist das jetzt wieder? Irgendwann mal weist man mich noch in die Psychiatrie ein. Ich bin Frieda, Willis Gefährtin. Oh, Frieda. Oh, Willi. Leute, bleibt mal geistlich. Ihr wollt euch an Traditionen halten? Gut, kein Sex vor der Ehe, da kommt nur sowas raus wie bei Kommune 1 oder so. Und außerdem, Willi und Frieda, es heißt, bis dass der Tod euch scheidet. Blöd gelaufen, würde ich sagen. Tradition klappt vielleicht ab und an. Aber die Schüler wollen heutzutage nun mal eher etwas im IT-Bereich machen und nicht irgendwie Schreiner werden. Also ist es essentiell, dass man in der Schule auch was über Technik lernt. Ein vernünftiger Informatikunterricht wäre schon mal ein guter Anfang, weil Robert Carroll widmet mich garantiert nicht fürs Leben als Informatiker. Jeder Mensch hat etwas mit der Digitalisierung zu tun.
Computer, Smartphones, Smartwatches etc. Die Digitalisierung gehört zum Leben. Und ich dachte, die Schule bereitet mich aufs Leben vor. Okay, Whiteboards sind schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber klar, es scheitert auch an den Lehrkräften, die dann nicht verstehen, warum funktioniert der Ton vom Whiteboard nicht, wenn ich das AUX-Kabel in den falschen Anschluss stecke. Und angefangen davon haben die meisten Lehrer einfach keinen Plan von der Technik der Whiteboards oder grundsätzlich alltäglicher Technik. Sonst würden die auch nicht so kontrollieren, ob mein Smartphone wirklich aus ist. Also, vielleicht sollte man erstmal die Lehrer unterrichten, bevor diese die Schüler fürs Leben vorbereiten. Aber okay, das wäre ja wieder nicht traditionell. Okay, nehmen wir mal an, du hast recht. Was ich auch habe? Wie auch immer. Eine Schule auf das digitale Arbeiten umzustellen, kostet enorm viel Geld. Meinst du, das Geld wächst auf Bäumen oder wie? Nein, das denke ich nicht. Aber die gute Johanna Wanka, unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung, weil die hat nämlich die dicken Scheine rausgehauen und einfach mal 5 Milliarden Euro darin investiert, dass alle Schulen in Deutschland bis 2021 mit Breitbandanbindung, WLAN und Computern ausgestattet werden. Und falls sich jemand jetzt die Frage stellt, gilt das auch für meine Schule? Ja, natürlich. Oder was sollte man sonst in das Wort alle hineininterpretieren? Das Geld ist also am Stissel, stellt sich mir noch die Frage, wo liegt eigentlich das Problem? Naja, der Präsident des Lehrerverbands ist auch ein starker Kritiker von der Digitalisierung der Schulen. Dadurch neigen die Schüler mehr zum Häppchenwissen und außerdem gibt es keine seriöse Studie, die belegt, dass man mit digitalen Medien besser lernt. Oh Gott, ich glaube, der Einzige, der hier zum Häppchenwissen neigt, ist der Präsident des Lehrerverbands himself. Ich möchte ja keine Namen nennen, Josef Kraus. Er ist wahrscheinlich sauer, dass er aus seinem Röhrenmonitorcomputer nicht den Internet Explorer aufkriegt und wahrscheinlich hat er auch noch das Internet gelöscht, weil sonst hätte er sich wenigstens vernünftige Argumente runterladen können. Es gibt auch keine seriöse Studie dafür, dass ApoRed und Leon Mascher komplette Volldeppen mit einem IQ auf dem Level von ungefähr atmungsfähig sind. Und wenn man so in den Kommentarbereich bei denen schaut, gibt's dort auch einige Präsidenten der Manipulierbarkeit. Und trotzdem weiß ich, Tatsachen sind und bleiben Tatsachen. Die Digitalisierung macht einfach mehr als Sinn. Eine weitere Tatsache ist, dass ich Willi mal wieder ordentlich zerlegt habe. Wollt ihr mehrere Videos sehen, in denen ich ihn dumm aussehen lasse, dann schaut einfach mal unten in die Beschreibung, weil dort findet ihr den Link zur Ich-Widerlege-Playlist. Und wenn ihr schon unter mein Video schaut, ihr kennt das Spiel, lasst doch Feedback in Form von Comments oder via Like da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren. In diesem Sinne, ciao!